Ein Mann, eine Balancerolle, ein Rekordversuch. Christian Balkheimers Ziel, damit so weit wie möglich zu balancieren. Bekannt ist der 30-Jährige mit dem Super Mario Outfit vor allem aus der RTL-Show Ninja Warrior. Der Weltrekord besteht darin, ich habe hier so eine tolle Rolle und die Challenge ist die längste zurückgelegte Distanz mit dieser Rolle. Also ich muss darauf laufend möglichst viele Meter zurücklegen, ohne den Boden zu berühren. Das Ziel ist mindestens 1 Kilometer zu erreichen, dann wird der Rekord erst anerkannt und danach, wenn ich noch Power habe, schauen wir mal, wie viel noch mehr geht. 2,5 Runden muss der Leipheimer im Stadion also zurücklegen, ohne herunterzufallen. Vorher richtet er aber noch ein paar Worte an seine Instagram-Fans. So eine Stunde 15 brauche ich circa dazu. Ich fange jetzt mal an und dann gucken wir mal, wie es läuft. Let's go. Die Zeit ist also erstmal zweitrangig. Gemächlich, aber hochkonzentriert geht es in Runde 1. Vor allem die Kurven sind anspruchsvoll. Denn Balkheimer muss hier immer wieder korrigieren. Und mit jedem Meter werden die Beine schwerer. Da braucht es zwischendurch auch mal etwas Ablenkung. Nach mehr als einer Stunde sind die 1000 Meter geschafft. Genug hat er aber noch nicht, denn Runde 3 will er unbedingt noch beenden. Jetzt mache ich noch ein bisschen weiter, damit natürlich auch keiner da irgendwie so recht Bock hat, das nochmal zu toppen und der Rekord möglichst lange stehen bleibt. Ja, läuft gut, aber es ist echt anstrengend. Also ich merke es langsam von der Konzentration und ich denke wahrscheinlich, sobald ich hier die Rolle verlasse, werde ich erstmal 5 Minuten mich nicht mehr bewegen können. Nach 1200 Metern lässt sich der Rekordhalter aber erstmal feiern. Champion! Balkheimer ist platt, aber glücklich, denn der Rekord gehört ihm. Und er macht sich schon Gedanken über den nächsten.